Ja, hallo meine lieben Freunde. Es sollte eigentlich heute ein Guide um meinen Demon Hunter gehen. Allerdings habe ich meinen Demon Hunter noch nicht auf Level 60 hochgeskillt und konnte ihn deswegen noch nicht perfekt skillen für eine höhere Monsterstufe. Das heißt, es wird heute nochmal einen Guide geben zu einem Wirbelwindbarbaren. Ich hatte bereits einen Guide zu einem Wirbelwindbarbaren gemacht. Dieser war darauf ausgelegt, auf einer niedrigsten Stufe einfach da durchzurennen und alles zu plätten. So, diesmal geht es darum, und jetzt haltet euch fest, um die Monsterstufe 10. Wir rennen also mit diesem schönen Wirbelwind-Barbaren auf Monsterstufe 10 durch und plätten alles, was uns in den Weg kommt. Richtig krank. Ich habe auch erst gedacht, das funktioniert nie im Leben. Wollte es auch erst gar nicht probieren. Und dann habe ich aber immer mehr Guides dazu gesehen, immer mehr Berichte dazu gelesen, dass das geht, und dann habe ich mich selbst entschlossen, das mal auszuprobieren und bin zu dem Entschluss gekommen, das klappt doch sehr gut. Es ist zurzeit die meistgespielte Klasse, der Trash Farm Barb, also 90% aller Spieler spielen einen Trash Farm Barb, würde ich mal grob behaupten. Und wie dieser Trash Farm Barb funktioniert, das werde ich in diesem Guide hier erläutern. Also gehe ich einmal kurz auf Questauswahl, damit auch alle schön wissen, worum es hier geht, nämlich auf der Monsterstufe 10 Inferno. Dann muss ich auf den Akt 1 gehen. Hier, Rückkehr nach Neu-Tristram und sprecht mit Tyrael. Das ist alles richtig eingestellt und so kann ich auch direkt auf Spiel fortführen gehen. So, da wären wir in Neu-Tristram. Ich gehe mal kurz zur Truhe, falls ich da noch mal eben kurz dran muss. Dann stehe ich schon einmal bereit. Einmal kurz zu Fertigkeiten. Zu den Fertigkeiten. Wir haben das Ganze so aufgebaut, dass wir da durchrennen können. Durch die Mobs, Horden. Das sind schon ganze Armeen, kommen da gleich auf uns zu. Also, wir rennen da durch, ohne Leben zu verlieren. Und immer wieder Wut aufzubauen, also durchgehend Wut, Wut, Wut zu haben. Und das geht so. Also, wir haben hier einen Hieb auf der linken Maustaste. Das ist der Hauptskill, der primäre Skill. Der macht nämlich 165 Waffenschaden und dabei besteht eine Rückstoßchance von 20%. Aber dieser Skill, den brauchen wir ganz zu Anfang. Erzeugt vier so zusätzliche Wut pro erfolgreichem Angriff mit der Rune Anstacheln. Aber der eigentliche Hieb erzeugt 8 Wut pro erfolgreichem Angriff. Das heißt, wir sind in einem Wut Plus, sage ich mal, ja, von genau 12 Wut. 12 Wut haben wir also im Plus. Und ja, auf der rechten Maustaste ist der Hauptskill, nämlich der Wirbelwind. Damit rennen wir die ganze Zeit da durch. Der kostet allerdings wiederum 10 Wut. Heißt, wir wären dann bei plus 2 Wut. Führt mehrere Angriffe gegen alles in eurem Weg aus und verursacht 145% Waffenschaden. Also, ihr seht schon, wir müssen Fertigkeiten da drin haben, die Wut erzeugen und die Damage machen. Mit der Rune Orkan laufen wir mit unserem normalen Lauftempo den Wirbelwind. Dann haben wir hier einmal Überwältigen. Überwältigen kostet wiederum 12 Sekunden Abklingzeit. Macht aber nichts, weil fügt Zielen im Umkreis von 9 Metern 165% Waffenschaden zu. Und wenn wir sogar kritischen Treffer, Schaden machen, besteht die Chance, dass die Abklingzeit um eine Sekunde reduziert wird. Das heißt, was brauchen wir? Richtig, kritischen Trefferschaden. Und den haben wir zu 100% drin. Ach so, ja, hier gibt es natürlich dann noch die Rune Amoklauf. Eure kritische Trefferchance wird um 6 Sekunden lang um 10% erhöht. Das heißt, wir machen auf jeden Fall kritischen Trefferschaden. Es ist also unabdingbar, dass wir das nicht mehr machen. Also wir machen nur kritischen Schaden eigentlich. Und deswegen ist dieses Überwältigen dauerhaft an. Wir können also dauerhaft 1 drücken. So, dann haben wir auf der 2 den Kampfrausch. Oh, da steht, kostet 20 Wut. Wir hatten aber nur plus 2 Wut. Ja. Das heißt, wir wären jetzt bei einem Wutaufbau von minus 18. Das heißt, die Wutregeneration müsste eigentlich dauerhaft unten sein. Komisch.
was das auf sich hat, erkläre ich gleich noch weiter. Dieser Kampfrausch halt, da verfällt man 120 Sekunden lang. Und da wird um 15% erhöht der Schaden. Und die kritische Trefferchance wird auch nochmal um 3% erhöht. Das heißt, hier die kritische Trefferchance wird nochmal erhöht. Das heißt, wir machen wieder Crit Damage. Schlägt wieder mit Überwältigen überein. Das heißt, hier diese eine Sekunde von Überwältigen ist wieder aktiv. Das heißt, Überwältigen ist einfach dauerhaft an. Da braucht man sich gar keine Sorgen mehr machen. So, ja, und wenn ihr unter dem Einfluss von Kampfrausch steht, dann gewähren kritische Treffer eine Chance 15 zusätzliche Wut zu erzeugen. So, wir hatten minus 18, dann haben wir wieder, da muss man jetzt wieder 15 Minuten, also abziehen. Das heißt, wir wären jetzt bei einem Wutaufbau von minus 3. Das heißt, wir wären eigentlich immer noch ohne Wut da. So, jetzt geht's aber weiter. Gucken wir mal weiter. Auf der 3 habe ich den Sprint. Oh, kostet 20 Wut. Wie kann das denn sein? Dann wären wir jetzt bei minus 23 Wut. Also, erhöht 3 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit um 40%. Das ist sehr krank. Das heißt, wir können einfach nur richtig krank da durchpesen. Also, richtig heftig. Erhöht 3 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit um 40%. Und die Rune schnell wie der Wind. Hinter euch toben Wirbelstürme, von denen jeder einzelne Gegner in der Nähe 3 Sekunden lang 60% Waffenschaden als physischen Schaden zufügt. Das heißt, wir haben nochmal zusätzlich etwas, was uns Damage verleiht. Und dann haben wir auf der 4, wie sollte es anders sein, natürlich den Zorn des Berserkers. Oh, der kostet 50 Wut. Wir waren bei minus 23, das heißt, wir wären jetzt bei minus 73 Wut. Minus 73 Wut. Also, die Abklingzeit 120 Sekunden. Ja, brauche ich nicht näher drauf eingehen. Ihr wisst, was da passiert. Und da habe ich einfach die Rune Zerstörungsdrang. Nämlich pro 25 Wut, die ihr erzeugt, während Zorn des Berserks aktiv ist, verlängert sich die Dauer des Effekts um eine Sekunde lang. Krank, oder? Richtig krank. Das heißt, pro 25 Wut wird eine Sekunde Abklingzeit weggetan. Das heißt, Zorn des Berserks wird auch die ganze Zeit an sein. Das werdet ihr dann merken. Dann kommen wir zu den passiven Fertigkeiten, die natürlich auch alle was mit diesem Equip zu tun haben. Wir merken uns kurz, wir haben immer noch minus 73 Wut. Das heißt, wir werden eigentlich immer noch statisch bei 0. Ja? So, die passive Fertigkeit gnadenlos ermöglicht uns eine kritische Trefferchance um 5%, die ist nämlich erhöht dann, und kritischer Trefferschaden um 50% erhöht. Das heißt, wir machen Damage, Damage, Damage. Kurze Erinnerung, weil wir Damage Crit machen. Überwältigen. Besteht eine Chance, dass die Abklingzeit um eine Sekunde reduziert wird. Das ist also dauerhaft an. Das heißt, wir machen dauerhaft 165% Waffenschaden und dauerhaft eure kritische Trefferchance wird 6 Sekunden lang um 10% erhöht. So. Viele Fertigkeiten und Runeneffekte werden von kritischen Treffern ausgelöst. Das brauchen wir, weil, wie gesagt, ja, überwältigen wird die Abklingzeit vermindert durch kritische Trefferschaden, wie ich das schon immer schon erwähnte. Dann haben wir hier einmal als zweite passive Fertigkeit den Waffenmeister. Ihr erhaltet einen Bonus, der auf dem Typ der Waffe in eurer Haupthand basiert. Ich benutze eine Axt, nämlich einen Scorn, das heißt, ich kriege 10% kritischen Trefferschaden dabei. Ja. Und die Angriffsgeschwindigkeit ist auch etwas erhöht. Dann kommen wir zu der Rune Blutdurst. Gewinnt 3% jeglichen verursachten Schadens als Leben hinzu. Das brauchen wir einfach, komplett brauchen wir das. Ja, weil sonst würden wir übelst schnell verrecken. Jetzt kommt das aber noch einmal kurz zur Erinnerung. Wir waren immer noch bei minus 73 Wut. Wie kann also sein, dass wir da durchrennen mit Wirbelwind, obwohl wir doch eigentlich bei minus 73 Wut waren? Ich weiß, das ist ein bisschen komisch, weit hergeholt und
bisschen spekuliert, das mit den 73 Wut. Man rechnet das auch eigentlich gar nicht so, aber ich will euch das mal zu Gemüte führen, dass wir ja eigentlich komplett diese Skillung eigentlich komplett überhaupt gar keine Wut mehr erzeugen. Das, was wir verbrauchen, ist mehr als das, was wir reinholen. Scheißegal, weil dieses Wirbelwind hier, ja, kostet 10 Wut. Nur, das, und das ist die Hauptfähigkeit. Das ist die Hauptfähigkeit, ja. Das ist die Hauptfähigkeit. Aber dieser Kampfrausch, den drücken wir die ganze Zeit durchgehend. Den drücken wir die ganze Zeit. Und dadurch erzeugen wir 15 zusätzliche Wut. Und weil wir das die ganze Zeit durchgängig drücken, kriegen wir auch die ganze Zeit durchgängig Wut. Und die Wut wird natürlich auch nochmal aufgebaut durch den Hieb. Das heißt, wenn mal Wirbelwind nicht funktionieren sollte, dann hauen wir wieder mit Hieb drauf, haben wieder Wut, drücken wieder das und haben wieder 15 zusätzliche Wut. Das heißt, wir sind eigentlich dauerhaft im Wutaufbau. Ich kann euch das gleich besser zeigen, wenn ich dann wirklich in die Felder mich hineinstürze und die Mobs einfach kille. Ja, so, das war's zu den Fertigkeiten. Ich hoffe, ihr habt das so allmählich verstanden, dass, worauf das so ankommt bei den Fertigkeiten. Dass man da so ein bisschen darauf achtet, dass wir ordentlich kritischen Trefferschaden machen, dass die Trefferchance erhöht ist, dass also alle Fertigkeiten von der Abklingzeit her reduziert werden, dass man also dauerhaft 1, 2 und 3 drücken kann. Das ist auch sehr wichtig, das werde ich auch gleich zeigen, weil sonst geht das gar nicht. Und dass wir aber trotzdem Wut erzeugen. Natürlich verbrauchen wir Wut, das ist ja gar keine Frage, aber dass wir hauptsächlich Wut erzeugen. So, dann kurz zum Gear. Das ist eigentlich sehr unspektakulär, das Gear. Weil das kennt man eigentlich schon von diversen anderen Wirbelwind-Barbaren. Entschuldigung. Es gibt da nur eine Besonderheit und die brauchen wir ganz besonders. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich das drauf habe, aber ich hoffe mal auf dem... Genau, auf dem Kopf. Da würde ich empfehlen, Triumph des unsterblichen Königs zu nehmen. Und da würde ich empfehlen, dass wir ja, 3 Sets drin haben. Also 3 Sachen davon. Weil, ihr seht das hier auf Set 2. Also wenn man 2 Sachen drin hat, gibt das 60 Widerstand gegen alle Schadensarten. Und wenn man 3 davon drin hat, reduziert den durch Nahkampfangriffe erlittenen Schaden um 4%. Das heißt, wir stecken mehr ein. Verlieren dadurch weniger Leben und haben sogar noch Allrisk 60. So, ja, und was noch wichtig ist auf dem Kopf, ist physischer Widerstand. Ja, weil es gibt da nämlich ein paar Schadensarten, dagegen kann man sich nicht unverwundbar machen. Das ist einmal physischer Widerstand, besagt einfach, das sind die Mobs, die den Schaden reflektieren. Ja, da wird er eben nicht reflektiert. Dagegen hilft eben dieser physische Widerstand. Allerdings gibt es ein paar Schadenarten, sagte ich ja gerade, dass dagegen kann man sich nicht unverwundbar machen. Und das ist, sind so Säuresachen, so Giftsachen halt, wird man auch gleich sehen, von Bäumen, die da rumrennen. Ja, da sollte man sich schleunigst entfernen. Und natürlich diese Arkan-Laser, die sind auch tödlich für einen Wirbelwindbarbaren. Aber das ist alles gar kein Problem, man kann das alles relativ gut regeln. Ja, weiter geht's hier im Takt. Hier ist auch nichts Besonderes. Also, ich gehe mal einmal kurz hier durch. Guck mal eben kurz. Also, es ist eigentlich auf allen Sachen, ist überall ein bisschen Aura's drauf. Ja, dann übermäßig viel Stärke sollte man haben. Und natürlich auf jedem Teil nach Möglichkeit Vitalität. Und man sollte auf jeden Fall ja überall ein bisschen physischen Widerstand drauf haben. Die Angriffsgeschwindigkeit sollte erhöht sein. Die Bewegungsgeschwindigkeit sollte auch dabei sein. Kritischer Trefferschaden sollte natürlich auch mit dabei sein. Ja, Leben pro Treffer ist jetzt nicht ganz so wichtig, allerdings. Ja, also ihr seht das schon, das Gear ist darauf aufgebaut, kritischen Damage zu machen. Dann auf jeden Fall physischen Widerstand drin zu haben. Und die Angriffsgeschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit sollte erhöht sein. Und man sollte sich unbedingt dieses Set hier holen, des unsterblichen Königs, damit man hier diese 2 Boni bekommt, die ich ja hier auch drin habe. So, und man sollte sich auf jeden Fall 2 Sachen von Black
Tornes-Sachen holen, weil dann kriegt man direkt 100 Vitalität dazu. Das braucht man auch. Man braucht also Leben. Und jetzt kommen wir zur Waffe. Und die ist besonders. Da brauchen wir nämlich eine ganz bestimmte Sache. Und diese ganz bestimmte Sache heißt Life Leech. Das heißt, wir kriegen 5,3% des verursachten Schadens in Leben wieder zurück. Ja, da wir sehr viel Schaden machen, kriegen wir auch immer wieder Leben voll. Das muss auf der Waffe drauf sein, sonst geht das gar nicht. Also fasse ich kurz nochmal zusammen hier vom Gear. Man sollte sich nach Möglichkeit drei Sachen von dem unsterblichen Königsset holen. Dann kriegt man einmal Aures 60 und der Nahkampfangriff erlittene Schaden wird um 4% vermindert. Und man sollte sich zwei Sachen von Black Tornes holen, dann kriegt man nämlich 100% Vitalität dabei. Und man sollte generell auf allen Sachen achten, dass da physischer Widerstand drauf ist, Stärke drauf ist und Vitalität, Bewegungsgeschwindigkeit, kritische Trefferchance, kritischen Trefferschaden. Dann ist das alles gar kein Problem. Zeige ich euch nochmal kurz hier das Amulett, weil das hier sehr schön passt. Wir haben also hier einen ziemlich hohen Stärkewert, ziemlich hohe Vitalität. Wir haben 99% kritischen Trefferschaden. Hier habe ich noch einmal 35% mehr Gold von Gegnern. Gut, das ist jetzt zufällig, dass ich das drauf habe. Ist aber auch ganz geil, weil dann kriege ich mehr Gold halt einfach. Ja, und die kritische Trefferchance ist um 7% erhöht. Ja, hier haben wir eigentlich so alles drin, was man drin haben muss, außer jetzt physischen Widerstand. Das ging leider nicht, sonst wäre es zu teuer geworden. Und ja, hier habe ich das allerdings drin. 53 physischer Widerstand und auch nochmal Leben ein bisschen, ja. So, ja, warum habe ich denn hier keine Vitalitätssockel drinne? Und wieso habe ich hier überhaupt so wenig Sockel drinne? Ganz einfach, die Sachen haben einfach alle keine Sockel, ja. Es spielt aber auch überhaupt gar keine Rolle. Und ich könnte mir hier noch einen Lebenssockel reinpacken, mache ich aber nicht, weil ich noch im Paragon-Level ein bisschen aufsteigen will. Und deswegen habe ich hier noch einen Rubin reingetan, denn der erhöht die Bonuserfahrung um 31%. Und mein Höllenfeuerring erhöht die Bonuserfahrung um 35%. Sehr hilfreich. Ja, also ich hoffe, ihr habt das alles ein wenig verstanden. Ja, also immer schön gucken, dass man hier Damage macht, ja, gleichzeitig dadurch Wut erzeugt, Leben dazu bekommt, ja, und wenn man Leben verliert, kriegt man wieder Leben drauf. Wenn man Wut verliert, kriegt man wieder Wut drauf durch den kritischen Trefferschaden. Ja, das ist alles ist rundum miteinander kompensiert, also das ist alles hat miteinander zu tun, ja. Alles. Ja, und was halt ganz wichtig ist bei der Waffe, das Life Leech natürlich, dass wir, ne, pro Schaden, den wir verursachen, dass wir halt 5,3% unseres, also bei mir jetzt auf meiner Waffe, 5,3% unseres Lebens wieder dazu gewinnen. Das werdet ihr dann auch gleich sehen, dass ich einfach immer wieder volles Leben habe. Und dass ich da einfach überhaupt gar nicht mehr verrecke. Ja, es sei denn, da kommt irgendwie so ein Säureschaden, das sagte ich ja gerade, dagegen bin ich halt nicht immun. Man kann sich ja nicht gegen alles schützen. Dann renne ich aber einfach weg. Das geht. Ja. Und jetzt zeige ich euch meine Standardroute, die ich einfach zum Trash-Farmen benutze. Ja. Wo ich auch schon ziemlich viele Legendaries gefunden habe. Und natürlich, wo ich meinen Paragon-Level aufsteige. Ja. Ich bin mit, ich glaube mit, oh, ich weiß es gar nicht, mit 4 angefangen und bin in 2 Tagen Spielzeiten von, lass mich nicht lügen, 4 Stunden bin ich Paragon Level 10 aufgestiegen. Das heißt, in 2 Tagen Paragon Level 6 aufgestiegen. Ich weiß jetzt nicht, ob das gerade so viel ist. Ich spiele auch gar nicht so intensiv, weil die Ausdauer habe ich gar nicht. Da habe ich gar nicht die Lust zu, immer wieder weiter zu spielen. Deswegen dauert das bei mir mal etwas länger, aber das ist gar kein Problem. Hauptsache, ich werde irgendwann Paragon Level 100 sein und ja, wenn die Erweiterung rauskommt, Reapers of Souls, wird das eh alles anders sein. Dann wird mein Wirbelwind-Barbar einer der schlechtesten sein, die es überhaupt gegeben hat. Und dann gibt es ja Paragon-Level unendlich. So, also gucken wir erstmal weiter. Der überflutete Tempel, da fange ich an. Ganz wichtig, wir brauchen Wut.
Was mache ich also? Ich hau hier drauf. Wut. Wir haben etwas Wut erzeugt. Dann gehe ich hier weiter, 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 weiter. Wir brauchen immer noch Wut. Kloppe ich also hier den Baumstamm kaputt. Wir haben etwas Wut. Das heißt, ich könnte jetzt schon dadurch wirbeln. So, und jetzt komme ich da schon auf die ersten Mobs. Das heißt, ich wirbel jetzt dadurch und drücke gleichzeitig immer 1, 2 und 3. Und wenn ich dann etwas Wut erzeugt habe, dann drücke ich die 4, Zorn des Berserks. Und wenn ich Zorn des Berserks anhabe, dann drücke ich durchgehend die 1, 2, 3. Immer wieder 1, 2, 3 drücken. Wirklich die 1, 2, 3 drücken. Seht ihr? Und jetzt bin ich einmal gestorben, weil hier war ein Baum. Und dieser Baum, der hat Säureschaden. Und diesen Säureschaden, dem kann ich einfach nicht widerstehen. Und deswegen kommt es auch öfters mal vor, dass ich sterbe. Allerdings ist das gar kein Problem. Denn, das zeige ich euch jetzt, dass es auch einfach so geht. So, ganz wichtig ist es dann auch einfach mal hier wegzurennen und sich dann einfach mal neue Horden zu holen, weil die alte Horde, die rennt einfach einem hinterher. Ziemlich cool eigentlich. Ja, seht ihr schon, da, das, die rennen mir einfach hinterher. Ganz wichtig ist es, sich immer viele Horden zu suchen. Hier habe ich dann zum Beispiel schon einen Elite-Gegner. Ja, da muss ich dann auch immer wieder bisschen abhauen, weil der wird mir eh hinterherlaufen und jetzt bin ich hier schon in einer übelsten Horde. Leider, weil ich jetzt einmal gestorben bin, habe ich keinen Zorn des Berserks mehr an. Das wird sich aber dann gleich ändern. Wenn ich es wieder anhabe, dann geht das hier alles schneller vonstatten. Seht ihr das? Am Rand müsstet ihr das eigentlich sehen. Mein Life ist die ganze Zeit oben und meine Wut ist auch die ganze Zeit einfach nur oben. Und ich wirbel die ganze Zeit hier durch, ohne Probleme. So, jetzt habe ich wieder Zorn des Berserks an. Ja. Und ihr seht, wie schnell ich hier durchwirbele. Das kommt alles durch Sprint. Ja, dass ich hier im normalen Lauftempo durchwirbeln kann. Und dass ich natürlich auch... Oh, da haben wir sogar schon etwas Legendaries gedroppt. Das muss ich gleich erstmal aufheben. Das geht hier ziemlich schnell, also hier droppt man ziemlich viel schnelle Legendaries. Da muss ich einmal kurz abhauen, wegen dem Säure-Scheiß. Ah, und da bin ich auch leider wieder verreckt, wegen der Säure. Ja, also, es ist manchmal ganz schwer, dass man vor diesen Bäumen abhaut, weil man dann einfach nur so auf die Mobs fixiert ist, dass man einfach nur denkt, oh krass, die will ich jetzt alle töten, ja, es aber gar nicht so einfach geht, weil dieser Säure-Schaden, dieser Giftschaden von den Bäumen einfach da ist und man den gar nicht so wahrnimmt, weil man so auf die Mob-Horde fixiert ist. So, ich will trotzdem noch den Legendary einsammeln. Das würde mir ja wohl noch gegönnt sein. So, ja, ich hoffe, ihr habt verstanden, worum das geht. Also, ziemlich krank eigentlich. Na komm, dann töte ich euch hier auch noch eben.
Ah! Stirb endlich, Elite! Also ihr seht, das dauert ziemlich lange. Ich habe mich dann auch mal mit meinem Wirbelwimperbahn ja, in die Himmelszinne gewagt, also zu Diablo. Und ich saß knapp eine Stunde dabei, Diablo zu killen, auf Monsterstufe 10. Es hat funktioniert, ich habe ihn letztendlich gekillt. Aber wie gesagt, das dauert alles so lange, weil die Schweine einfach so viel Leben haben. Deswegen braucht man einfach nur Geduld dabei. Aber generell finde ich das schon mal sehr lustig, dass man hier einfach durchrennen kann. Ja, ohne zu verrecken. Also normalerweise spielt man das nicht so wie ich, dass ich hier auf einem Fleck bleibe. Man rennt hier durch, rennt weiter, nimmt sich die nächste Horde, weiter, 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 weiter und geht wieder zurück, weiter, 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 weiter. So, und dann geht man wieder hier hin, weiter, weiter, weiter. Und die folgen einem, ja, die folgen einem und die machen die ganze Zeit, verlieren die noch Leben. Weiter, 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 weiter. Und hier ist schon wieder Säure von den Bäumen. Da muss ich dann nämlich wieder ganz schnell abhauen. Und deswegen rennt man hier einfach so durch. Räube weiter, 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 weiter. So, weiterrennen, dann wieder hier hin. So, und dann suche ich mir mal hier neue Mobs. Weiter, 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 weiter. Gehe ich hier weiter. Mal sehen, was hier so noch ist. Oh, hier sind wieder ein paar Mobs. Trash-Mobs nennt man die. Weiter, 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 weiter. Rennen, 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 rennen. Und wichtig ist dabei einfach immer durchgehend, wenn man hier mit Wirbelwind durchpäst, einfach immer durchgehend 1, 2 und 3 zu drücken. So, herrlich, herrlich, wenn ich den gekillt habe. Ich denke mal, dann mache ich hier auch die Schotten dicht. Dann mache ich hier zu. So, herrlich, herrlich. Herrlich, herrlich. Ja, also, ich hoffe, ihr habt das verstanden, worum es geht beim Trash-Farm-Barbaren. Ordentlich Crit machen. Wirklich ordentlich Crit machen, also richtig viel Crit machen. Life-Leech drin haben und Fertigkeiten drin haben, die Wut erzeugen. Ja. Und ich würde euch empfehlen, das genauso zu skillen wie ich, weil damit kommt man, finde ich, am besten klar. Ihr könnt das auch anders machen. Aber das geht, denke ich mal, auch etwas anders in abgewandelter Form. Allerdings komme ich so am besten klar. Und ja, es war ein bisschen langatmig bei den Fertigkeiten wie auch beim Gear. Aber ich hoffe, ihr habt so im Grundgedanken verstanden, worum es hier geht. Und ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Ich weiß jetzt schon, dass er mir nicht so gut gefallen hat, der Guide. Der letzte Wirbelbahn-Guide hat mir ein bisschen besser gefallen, glaube ich. Das werde ich mir gleich anschauen, wenn ich fertig bin. Und dann denke ich mal,
dass ihr das alle kräftig schaut. Ich freue mich über ein Follow, wie immer. Ich freue mich aber auch natürlich über einen Daumen runter und schlagfertige Kritik, damit ich mich noch verbessern kann, wie immer. Ja, und ich bin raus. Euer Garados Damage, LH Boss 100, Mr. Musk. Wir sehen uns in einem nächsten Guide und ich hoffe,